Deine langweilige Arbeit ist der Traum eines Arbeitslosen. Deine kleine Wohnung ist der Traum eines Obdachlosen. Dein weniges Geld ist der Traum dessen, der gar keins hat. Dein unruhiges Kind ist der Traum dessen, der keine Kinder haben kann. Deine blamablen No-Name-Klamotten sind der Traum desjenigen, der ohne Kleidung friert. Dein nerviger Arztbesuch ist der Traum eines Kranken, der sich einen Arztbesuch nicht leisten kann. Dein scheiß Montag ist der Traum dessen, der keinen Tag mehr zu leben hat. Deine peinlichen Eltern sind der Traum dessen, der keine Eltern mehr hat. Dein nerviger Wasserhahn, der die ganze Zeit tropft, ist der Traum desjenigen, der sich so sehr sauberes Trinkwasser wünscht. Dein scheiß Akku, der wieder leer ist, ist der Traum dessen, der sein Leben lang ohne Strom leben muss. Dein langweiliges Mittagessen ist der Traum dessen, der hungern muss. Wenn du heute Morgen aufgestanden bist und eher gesund als krank warst, geht es dir besser als Millionen Menschen, die die nächste Woche nicht mehr erleben werden. Wenn du noch nie in der Gefahr einer Schlacht warst, gefoltert wurdest, in Gefangenschaft warst oder Hunger leiden musstest, geht es dir besser als 500 Millionen Menschen weltweit. Wenn du deinen Glauben ausleben kannst, ohne Angst haben zu müssen, bedroht, gefoltert oder getötet zu werden, hast du mehr Glück als 3 Milliarden Menschen auf dieser Erde. Wenn du Essen im Kühlschrank hast, Kleider am Leib trägst, ein Dach über dem Kopf hast und einen Platz zum Schlafen hast, bist du reicher als 75% aller Menschen. Wenn du dieses Video hier siehst, bist du gleich zweifach gesegnet. Zum einen, weil jemand an dich gedacht hat, und zum anderen, weil du nicht zu den 40 Millionen Menschen gehörst, die blind sind. Arbeite, als bräuchtest du kein Geld. Tanze, als würde dich niemand beobachten. Singe, als würde dir niemand zuhören. Liebe, als wärst du noch nie verletzt worden. Und lebe, als sei das Paradies auf Erden. Schicke dieses Video an deine Freunde weiter. Wenn du es nicht verschickst, wird nichts passieren. Wenn du es aber verschickst, dann wirst du schon gleich jemandem die Augen öffnen und eine Freude bereiten. Schön, dass es dich gibt, dein Bion.